Hallo zusammen! Heute gibt es das erste Tops und Flops Video im neuen Jahr. Ich zeige euch meine Favoriten und meine Flops, nicht ganz so Favoriten aus dem Januar. Und mir ist aufgefallen, ich habe heute nur Drogerieprodukte hier. Also falls ihr Drogerieprodukte gerne habt, so wie ich, dann ist dieses Video vielleicht besonders hilfreich für euch. Also, das erste, was ich hier habe, ist eine Lip Butter von Nivea und zwar in dieser Geruchsrichtung Raspberry Rosé. Ich hätte überhaupt nicht gedacht, dass ich die so gerne mögen werde, wie ich es am Ende tue. Ich bin richtig begeistert davon und ich habe richtig viel davon aufgebraucht, womit ich auch gar nicht gerechnet habe. Das ist so ein schönes Produkt. Es pflegt die Lippen tatsächlich. Es riecht, also für mich, himmlisch. Ein Produkt, das ich dafür leider nicht ganz so gut fand, ist eine Mascara von Max Factor. Was besonders schade war, weil Max Factor Mascaras nicht ganz so günstig sind. Und die hier hat auch so 10 oder 11 Euro gekostet. Das ist die Clump Defy Mascara. Sie hat so Plastik-Gumminoppen und sah so aus wie etwas, was mich eigentlich interessieren könnte. Nur leider hatte ich damit echt so das Problem, dass ich mit vielen Mascaras habe, die Wimpern hingen richtig traurig runter. Sie waren nicht besonders voluminös, nicht so sehr verlängert. Ich finde aber immer noch, dass die Mascara eher Länge gibt als Volumen. Ja, sie waren einigermaßen definiert. Allerdings finde ich jetzt nicht auffällig mehr als irgendwie bei anderen Mascaras. Für den Preis leider keine Empfehlung. Aber dann habe ich ein Rouge hier, das zugegeben in der Verpackung ziemlich gruselig aussieht, aber es sieht aufgetragen richtig schön aus. Das ist das Puder Rouge von Alverde in der Farbe 07 Flamingo. Und ich muss echt sagen, ich habe lange überlegt, ob ich diese Farbe überhaupt mitnehmen soll, weil, naja, es ist halt wirklich rot. Aber obwohl ich kein ganz besonders dunkler Typ bin, ich kann das Rouge wirklich ganz gut tragen. Ich brauche halt nur wirklich ein kleines bisschen davon. Und ich finde, es sieht extrem natürlich aus. Viel natürlicher als so Rosé-Töne, habe ich festgestellt. Und ich habe irgendwann mal gehört, wenn man sich so in die Wange kneift oder wenn man vielleicht beim Sport war und halt so seine natürliche Rötung im Spiegel betrachtet, dann ist das ungefähr die Farbe, die man auch beim Rouge wählen sollte. Und wenn ich rot werde von Natur aus, dann sieht das ungefähr so aus. Es geht zumindest sehr in die Richtung, eher als so ein Rosaton. Also in meiner Make-up-Sammlung ist das halt wirklich was Einzigartiges. Ich habe keine zweite Farbe, die auch nur so ähnlich aussieht. Und dann, ich habe es euch ja versprochen, habe ich hier die Essence Long Lasting Lipsticks. Und meine beiden Lieblingsfarben aus der ganzen Serie sind 07 Natural Beauty und 04 On the Catwalk. Ich habe jetzt schon häufiger darüber gesprochen. Ich kann sie euch echt nur ganz, ganz nah ans Herz legen. Das sind so tolle Lippenstifte für einen echt guten Preis. Die kosten pro Stück gerade mal 2,25. Also günstiger geht es wirklich kaum, auch in der Drogerie. Und das sind die beiden Farben, die ich halt so gerne trage. Die eine ist eher so neutral, das ist dieses Natural Beauty und On the Catwalk ist halt so ein sehr schönes Rot. Kein ganz super knalliges Rot, aber es ist doch schon eine dunklere Farbe. Die sind nicht parfümiert, sie spenden Feuchtigkeit, sie haben eine irre angenehme Konsistenz, finde ich. Sie lassen sich richtig butterweich auftragen, sind aber nicht zu weich. Also zum Beispiel diese P2-Lippenstifte neigen ja so ein bisschen dazu, zu weich zu sein, finde ich. Und also Essence hat hier echt einen richtig guten Job mit diesen Lippenstiften gemacht. Übrigens, die Farbauswahl ist auch richtig gut. Also hätte ich nicht schon so viele Lippenstifte, ich würde mir höchstwahrscheinlich so gut wie die ganze Serie kaufen, weil ich fast jede Farbe richtig schön finde. Dann noch zwei Flops. Und zwar einmal etwas von Garnier. Das ist dieses schöne Hautöl. Was für ein Name. Schöne Hautöl. Es gibt, soweit ich weiß, zwei verschiedene Varianten davon. Die eine ist pink, ich habe jetzt halt so diese goldgelbe. Es soll angeblich extrem reichhaltig sein, 5-mal reichhaltiger als so eine normale Bodylotion. Und ich finde auch wirklich, es pflegt ganz gut. Allerdings jetzt nicht so, wow, super toll, so hat noch nie ein Produkt in meinem Leben gepflegt. Und dafür finde ich die 7 Euro ein bisschen viel, vor allem, weil das keine große Verpackung ist. Es sieht vielleicht so aus, als wäre hier viel drin, aber das sind gerade mal 150 Milliliter. Das ist ein schmales Fläschchen und obwohl es schon hier so zur Hälfte vielleicht aufgebraucht ist, ich habe es gerade mal vielleicht so 10 Mal benutzt, mehr nicht. Es ist einfach nicht ergiebig, man braucht es extrem schnell auf, es wird nicht lange reichen. Ich finde den Geruch nicht schön, allerdings ist das, glaube ich, so ein ziemlich strittiges Thema. Also hier drin sind Mandel, Rosen, Macadamia und Arganöl und ich habe mir den schönsten Geruch auf der Welt in meinem Kopf zusammengestellt. Überhaupt nicht. Also
Ich finde den Geruch eher unangenehm als angenehm. Ich finde, es riecht noch am meisten nach Arganöl und ich mag den Geruch von Arganöl nicht so gerne. Und ein ganz, ganz großer Nachteil ist hier noch dieser Sprühkopf. Ich dachte, das wird ganz praktisch sein, aber man muss ihn schon ziemlich feste, finde ich, runterdrücken, damit hier was rauskommt. Das, was rauskommt, kommt nicht in so einem schönen Sprühnebel raus, sondern ist ziemlich komprimiert. Und dadurch prallt das Öl von der Haut so ein bisschen ab und fliegt auf den Boden. Und wenn ihr Fliesen im Badezimmer zum Beispiel habt und euch damit einsprüht, dann müsst ihr die Fliesen auf jeden Fall danach abwischen, sonst rutscht ihr aus und brecht euch das Genick sozusagen. Also es ist ein bisschen eine Sauerei und die Flasche wird davon halt auch ölig, wenn man sich damit einschmiert und dann möchte man wieder runterdrücken. Und das zweite und letzte Flop-Produkt für heute ist der Zwei-Phasen-Make-up-Entferner von Nivea. Ich habe den jetzt für wasserfestes Augen-Make-up benutzt und leider hat er gebrannt. Ich glaube, ich habe ziemlich sensible Augen. Also ich habe das Problem häufiger mal bei so flüssigen Augen-Make-up-Entfernern und ich bin nur sehr selten mit einem Augen-Make-up-Entferner wirklich zufrieden. Gerade bei so Augen-Make-up-Entfernern für wasserfestes Augen-Make-up. Ich benutze nämlich häufig wasserfeste Mascara, weil ich finde, dass die einfach den Schwung sehr viel besser hält als so eine normale Mascara. Hat gebrannt, hat nicht gut entfernt, finde ich. Also man musste schon echt lange reiben und das ist, glaube ich, nicht gut für die Augen. Ich habe mal gehört, davon entstehen Falten. Es gibt von Nivea übrigens auch in weiß verpackt so eine Reinigungsmilch, also so eine Lotion für wasserfestes Augen-Make-up. Und die ist richtig gut, die ist auch extrem sanft. Also die würde ich auf jeden Fall empfehlen, wenn ihr häufiger auch mal so Probleme habt wie ich und es brennt irgendwie so an den Augen, wenn ihr sowas benutzt. Fand ich sehr viel besser als die flüssige Variante und auch extrem ergiebig. Das letzte an Kosmetikprodukten für heute ist ein Top-Produkt und zwar ist das ein Nagellack von Manhattan. Das ist einer von diesen großen, von den Lotus Effect Nail Polishes in der Farbe 55K. Und vor allem so die ersten 2 Wochen des Monats habe ich den ständig getragen und fast ausschließlich. Das ist so ein wunderschönes Rosa und ich finde, es schmeichelt irgendwie so meinem Hautton sehr. Ich könnte mir auch vorstellen, dass der wunderschön aussehen wird, sogar noch schöner, wenn ihr irgendwie so dunklere Haut habt, weil das echt so ein schönes, helles Pastellrosa ist. Nicht ganz, ganz hell, also es macht die Haut nicht blass, sondern echt so ein schönes Zwischending. Also eine tolle Farbe, schaut euch den Nagellack auf jeden Fall mal an. Hat 2,45 gekostet. Und das allerletzte für heute ist tatsächlich etwas, was mit Technik zu tun hat. Und zwar ist das mein neues Objektiv von Canon. Das ist nicht hier drin. Ich filme gerade damit. Also ist nicht schlimm, wenn das runterfällt. Und zwar ist es das 50 Millimeter Objektiv mit 1,8 Blende. Also es steht so F1,82 hier drauf. Und ich möchte es deshalb eben kurz erwähnen, weil ich sehr häufig gefragt wurde, ob ich irgendwie eine neue Kamera benutze oder ob ich halt ein neues Objektiv habe oder so. Und falls ihr irgendwie auch gerne Videos macht oder euch für Fotografie oder so interessiert, dieses Objektiv ist der absolute Wahnsinn. Also ich habe mich sehr viel darüber informiert. Es ist ein Objektiv, das sehr viele YouTuber auch benutzen. Es ist ein Objektiv, das halt so in seiner Preisklasse eigentlich einzigartig ist, weil solche Objektive mit so einer kleinen Blende normalerweise teurer sind. Es ist von Canon. Ich benutze eine Canon EOS 600D-Kamera zum Filmen. Die Farben wirken einfach vollkommen anders, sehr viel gesättigter und ihr habt so im Hintergrund dieses verwischte, verschwommene, was immer ganz gut bei Beauty-Videos wirkt, glaube ich. Also, es ist eigentlich echt nur ein Tipp für diejenigen von euch, die selbst Videos machen oder Fotos oder so. Tolles Objektiv, kann ich sehr empfehlen. Ich bin echt begeistert davon. Dankeschön fürs Zuschauen. Ich hoffe, wir sehen uns ganz bald wieder. Vergesst nicht, dem Video einen Daumen hoch zu geben und bis zum nächsten Mal. Ciao!